Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben jetzt Sonntagnachmittag und zwar, nein, geh weg. Nein. Da, Isabel hat irgendwas gefunden, die spielen nämlich gerade draußen. Was ist das? Eine Motte. Die nicht mehr richtig fliegen kann. Ja, dann setzt sie aber am Rand irgendwo ab. Wo war ich stehen geblieben? Sonntagnachmittag, gleich drei. Ich habe erst mal heute überlegt, lasse ich die Kamera ganz weg oder mache ich doch ein bisschen unseren Familiensonntag aufnehmen. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich die Kamera doch ein bisschen laufen lasse. Ja, die Kinder, alle vier, also Christians Kumpel Florian ist ja da, spielen gerade schön draußen. Wir haben 26, 27 Grad hier in der Sonne. Auf der Nordseite, da im Küchenfenster zeigt Thermometer schon 25. Wir werden gleich zusammen Tee trinken, danach vielleicht in den Pool der eine oder der andere Raffi garantiert. Isabel schwächelt so ganz minimal, hat auch so die Rüsselseuche gekriegt. Aber ansonsten, Dirk geht's minimal besser. Der hat ja auch wirklich die Tage sich ausgeruht, wirklich nur hier gelegen, da gelegen und sich geschont. Genau, viel mehr werden wir heute auch nicht machen. Ich muss nur minimal ein bisschen was im Haushalt tun. Die Waschmaschine läuft gerade. Und dann wollen wir heute Abend noch grillen. Dafür werde ich eventuell ein Salätchen machen, ein paar Töffels kochen. Und ich werde gleich noch den Hefeteig aufsetzen für dieses Kräuterfaltbrot. Oder vielleicht mache ich das auch ein bisschen anders diesmal. Ich meine, kräutertechnisch. Auf jeden Fall ist es geplant, sowas in der Art zu machen. Ja, und guck, da sind meine Kinder jetzt am Spielen. Ich zeige es euch. Da sind meine Kinder am Spielen. Und Florian hat es mal tatsächlich im Verein gemacht, Badminton gespielt. Also man merkt, wenn ein Profi dabei ist, dann läuft es auch ein bisschen besser. Also wenn du Raffi und Flo spielen, geht sie das gut aus. Genau, wenn nur zu zweit Florian und Raffi spielen, dann machen die das wirklich gut. Dann ist ordentlicher Schlagabtausch. Zu viert funktioniert es nicht ganz so gut, weil so dolle Sportskanone ist der Yeti da hinten nicht unbedingt. Guckt, Florian und Raffi, die spielen gerade zu zweit und es funktioniert tatsächlich. Ja. Also, genau. Easy. Und diese steht nur, wo ist das, ne? Zack. Guck, ich jetzt. Knapp daneben ist auch vorbei. Und was ich euch zeigen wollte, pünktlich zu Pfingsten blühen meine ganzen Pfingstrosen. Es ist einfach nur herrlich. Also es ist so schön. Die sind einfach nur wunderschön. Guckt euch das an. Meine Pfingstrosen. Und hier, letztens habe ich euch im Gartenvideo gezeigt, da war nur eine Rose. Jetzt blühen von den gelben ganz viele und da sind noch mehr von meinen rosanen. Da die Stimme aus dem Ofen, ich soll Unkraut zupfen in dieser Hitze. Nein. Ja, genau. Ne, Unkraut muss natürlich auch nach den Regentagen wieder gezupft werden, aber nicht heute. Heute machen wir uns wieder ein bisschen schönen Familientag. Und die Kinder spielen. Na jetzt, das war wohl nix. Das kann ich nicht, mit dieser Bewegung geht das nicht. Raffi, du musst daran denken, ne? Der ist nicht so groß wie du. Die versuchen es und die haben auf jeden Fall Spaß. Ob das mir jetzt klappt, ist es eine andere Sache. Der hat sich den Boden berührt. Er ist weiter geflogen. Ey. Ich kann auch nicht fliegen.
Ja, das ist jetzt echt schön. Die Kinder, die haben ihren Spaß, auch wenn man denkt, das sind große Kinder, ne? Aber die verbringen doch viel Zeit miteinander und spielen. Es sind zwar andere Spiele wie früher, ne? Die sitzen nicht mehr zusammen in der Sandkiste oder so, aber die haben trotzdem nach wie vor Spaß zusammen. Ja, und manchmal ist der Spaß halt auch online. Jeder sitzt in seinem Zimmer und die spielen aber zusammen. Aber bei so einem schönen Wetter und im Sommer sind die doch viel draußen. Meine Süßen. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Ha? Aha. Es ist ein bisschen windig für sowas. Das Ding fliegt, wo es ja, nicht hinfliegen soll. Hey, das läuft ja hier gerade. Hallo. Zack. Hätte ich bloß nichts gesagt. Also erwischt habe ich ihn. Das ist gut. Ja, das ist jetzt unser Sonntagnachmittag. Ja, ihr Lieben, ich nehme euch halt ein bisschen jetzt mit. Viel wird nicht passieren. So ein Riesenvideo wird es auch nicht sein. Nur so ein bisschen, was wir heute so noch ein bisschen machen werden. Also viel Haushalt werde ich auch nicht machen. Nur was, ja, das Notwendigste, wie gleich in der Küche ein bisschen sauber machen, hier die Wäsche nach oben endlich tragen. Vielleicht heute Abend, jetzt bringt es auch nichts durchzusaugen, weil, ja, alle Türen sind auf, jeder rennt rein, raus, alle barfuß. Oh. Alle laufen barfuß, das heißt, man schleppt mit den Füßen auch jede Menge Dreck rein. Das heißt, es lohnt sich jetzt auch nicht, tagsüber großartig was sauber zu machen. Ja, minimal Haushalt, maximal Entspannung und Ausruhen und Spaß haben. Vielleicht gehe ich tatsächlich auch in den Pool. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Der erste ist im Wasser. Wasserrate. Mit T-Shirt. Na toll. Ich hätte nicht ein T-Shirt reinspringen sollen. Nee. Raffi, bei dir betont das gar nichts. Bei dir aber auf jeden Fall, klar. Ey, die Motte hockt hier immer noch. Wo denn? Hier. Die Motte. Ja, lass sie, die vielleicht erholt sie sich. Hi. Oh, dass du überhaupt solche Viecher anfassen kannst. Cool. Ja, nein, 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 nein. Da kommt der Wassergott. Nicht, nicht. Nein. Er hat mich gerade umarmt. Da, guckt, was der Fiese macht. Jetzt noch besser. Jetzt. Edward. Nein. Ich hab den jetzt für Wasser in meinen Schuhen. Meine Kinder, ja. Ich liebe sie alle. Ja, während die Kinder draußen spielen und Dirk weiterhin sich erstmal ausruht, muss ich ein bisschen in der Küche was aufräumen und sauber machen. Und ich, ja, den Tisch abräumen. Vorher habe ich schon den Wasserkocher aufgestellt, damit wir gleich auch Tee trinken können. Der Tisch muss aber mal zwischendurch abgewischt werden. Denn ja, momentan ist das so, jeder bedient sich, schleppt das mit, aber so großartig wegmachen, ja, Mama, ist aber immer so schon gewesen. Kenne ich nicht anders, habe ich auch kein Problem damit. Und jetzt mache ich alles sammeln, ne, was man so braucht, Tassen, Teller, Löffel, Gabel, Kuchen, Tee. Und schleppe das Ganze nach draußen und ich lasse es das gleich wegschleppen. Müssen die auch mal was machen, ne? Sich ein bisschen beteiligen. Aber wenn ich schon mal in der Küche bin, dann mache ich das erstmal zusammensuchen, was wir alles gleich draußen brauchen.
Ja, wir haben solche großen Thermoskannen, noch von Tupa aus meiner Zeit als Tupa-Beraterin. Die sind sehr praktisch, wenn man draußen vor allem Tee trinken möchte. Dann wird das Wasser nicht so schnell kalt und man kann gemütlich sitzen bleiben und muss nicht jedes Mal reinrennen, um frisches Wasser aufzusetzen. Und jetzt trinken wir Tee und unterhalten uns schön gemütlich. Dirk setzt sich gleich erstmal auf meinen Platz. Ne, guck, guck, da kommt er. Ja, die Katze ist natürlich auch immer dabei. Vielleicht fällt auch mal was runter. Jetzt haben die Kinder mich gebeten, mit ihnen mitzuspielen. Ralf ist kurz reingegangen und ja, da habe ich gedacht, okay, ein bisschen Bewegung schadet nicht nach dem Kuchenessen und ich mache ein bisschen Quatsch so nebenbei. Das war sehr lustig, es hat wirklich viel Spaß gemacht mit den Kindern.
Also das mit dem in den Pool gehen habe ich verworfen. Ich habe nur ein bisschen, ja, meine Füße reingehalten. Das hat mir gereicht. Das Wasser ist doch schon ziemlich kalt. Das kann ich euch echt sagen. Oh. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt gegen Faltbrot entschieden, weil ich hier die Zeit mit den Kindern verbracht habe. Dafür war ich aber jetzt im Garten, was ernten. Ja, ich habe hier ein bisschen Salat, ein bisschen Zwiebeln, Radieschen und Dill. Und ich mache jetzt einfach frischen Salat und schmeiße dafür aber ganz normalen Ciabatta-Brot, was man so zum Aufbacken kaufen kann, mit auf den Grill. Genau, das wird unser Abendessen. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie großartig heute noch was zu kochen, zu backen oder sonst was zu machen. Wir genießen jetzt einfach mal die Zeit. Die Jungs sitzen da hinten und unterhalten sich. Es ist auch bedeckt. Ich dachte, das bleibt jetzt erstmal ein paar Tage schön. Momentan sieht es nicht so aus, aber es ist auch trotzdem schön. Ne? Es ist noch trocken. Deswegen machen wir jetzt das Beste draus. Ich mache jetzt nur noch ein paar Kartoffeln kochen, die wir dann auch noch auf den Grill schmeißen, zum etwas anknuspern. Genau. Und jetzt geht's erstmal in die Küche. Ich schnippel jetzt einfach alles klein, so klein, wie man halt das so haben möchte. Vorher natürlich alles abgewaschen. Leider werdet ihr gleich sehen, die Radieschen konnte ich jetzt nicht ganz so gebrauchen, nur wenige, weil wir irgendwie dieses Jahr doch schon, ja, Würmer drin haben, muss ich sagen. Das ist natürlich schade, aber ich werde demnächst frische aussehen. Mal gucken, vielleicht ist die nächste Ladung, die dann wächst, etwas besser. Ich habe jetzt Salat geschnitten und jetzt mache ich ihn einfach mal an, und zwar mit Salz, ein bisschen Pfeffer. Ich nehme jetzt einfach mal eine Zitrone und presse sie drüber, über die Hand am besten, damit die Kerne nicht mit reinrutschen. Und ein bisschen Öl. Und dann gucken wir jetzt, ob das gut ist. So, einfach mal ein bisschen mischen. Probieren wir mal. Mmh, lecker! Das ist jetzt mein Salat. Mit schön frischem Zeug aus dem eigenen Garten. Ja, das wird heute zum Grillen dazu serviert. Was ich euch gestern gar nicht erzählt habe, ja, waren denn auch immer, unsere eigenen Kirschen, ein bisschen haben wir schon. Und hier sind unsere eigenen Erdbeeren. Zwar nicht viel, aber zum Naschen ist das echt wunderbar. Mmh. Wir müssen nur schnell genug sein bei den Kirschen,
bevor uns die Vögel alles wegschnappen. So, ihr Lieben, wir haben jetzt schon nach 8:30, wir sind gerade erst rein, haben gerade draußen gegessen, schön gesessen, die Kinder sind ja so groß. Man kann mit denen wirklich über alles Mögliche reden, die, über Dirk hat Geschichten aus seiner Bundeswehrzeit erzählt und über alles Mögliche. Das ist immer so schön mit großen Kindern. Man muss keiner mehr hinterherrennen oder beim Essen irgendwie helfen oder sonst was. Das ist sehr angenehm. Jetzt sind die alle nacheinander duschen. Und ich dachte mir, ich mach mal das Video beenden. Ich muss mir gleich noch meine Autschen-Spritze machen. Heute ist die nämlich dran, nach 8 Wochen. Ja, und ansonsten jetzt nur noch weiter entspannen. Geschirrspüler habe ich schon eingeräumt und so. Draußen regnet es ganz leicht. Deswegen, ja, sonst wären wir wahrscheinlich noch länger draußen sitzen geblieben. Aber jetzt mache ich einfach mal Fernseher an, mache jetzt das Video fertig. Und dann, ja, Feierabend. Was ich euch aber noch erzählen wollte, ich habe es ja Freitag euch gesagt, wir haben ab Freitag Glasfaser. Oh, das ist einfach nur herrlich. Die Kinder sind alle aus dem Häuschen. Ich weiß ja nicht, inwieweit ihr das nachvollziehen könnt, aber hier bei uns auf dem Land, ich sag mal so am Arsch der Welt, hatten wir bis jetzt richtig schlechtes Internet. Aber so richtig schlechtes Internet. Und jetzt am Freitag. Das Video von Freitag war ja 26 Minuten lang. Und normalerweise dauert das Hochladen von so einem Video, im Schnitt 2 Stunden. Und wenn dann die Kinder noch alle im Internet sind, irgendwas spielen, ist ja noch nicht ganz so schlimm, aber wenn einer irgendwas downloaden will, dann ist aber, ja, Prost Mahlzeit, dann dauert das auch, ich habe auch schon mal wirklich 5 Stunden gesessen und ein Video gewartet, bis ein Video hochgeladen wird. Und am Freitag, da saß ich erstmal, ich war baff, ich habe hier angefangen auszuflippen, denn das Video war in unter 10 Minuten hochgeladen. Habe ich auch gedacht, ich habe das immer normalerweise so gemacht, Video bearbeitet, also geschnitten. Und während ich das Thumbnail und so weiter fertig bastle, fange ich schon an, also mache ich das schon, dass es hochlädt, ne? Weil das dauert. Das kannst du ja dann einfügen, während es noch hochladen ist. Und diesmal, ich war noch nicht mal fertig mit dem Bild, da stand schon komplett abgeschlossen. Ich habe erstmal meinen Augen nicht glauben wollen. Und dann auch gestern das Video, und das Buchvideo war ja 36 Minuten lang. Und das hat nur 1/4 Stunde gedauert. Ich bin so happy. Und gestern waren ja wirklich 4 PCs oben. Ne, 4 Leute. Also Florian kommt ja auch hierher immer mit seinem eigenen PC. Ne, kommt er ja mit dem Auto. Das heißt, Isabel, Christian, Raphael und Florian. Alle mit eigenem PC, alle im Internet. Und es hat 15 Minuten gedauert. Und das Video war fertig. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ja, wir haben jetzt Glasfaser und es dauert nicht mehr so lange. Es ist wirklich so angenehm. Dann saß ich da und dachte, was mache ich jetzt? Das Video ist schon online. Na gut, dann kommen auch schon die ersten Kommentare rein und alles. Ne? Das ist dann auch schön, dass ich einige Kommentare noch gleich am Abend beantworten kann. Aber es ist echt ungewohnt und es ist so, so schön, dass wir jetzt richtig schönes, schnelles Internet haben. Ja, darauf haben wir auch jetzt ein paar Jährchen gewartet. Das wurde ja schon vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren gesagt, dass hier bald sowas kommt. Und das hat gedauert und gedauert und gedauert und nach hinten geschoben und so weiter. Und jetzt ist das soweit. Wir haben Glasfaser. Genau. Ja, das wollte ich euch nur noch kurz erzählen. Und jetzt ist tatsächlich auch Schluss mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es heute wirklich nichts so großartig zu sehen war. Kein Kochen, kein Putzen, kein sonst irgendwas, sondern nur unser Familiennachmittag. Ich habe euch ja nur mitgenommen am Nachmittag. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen eine super schöne neue Woche. Morgen ist ja noch Feiertag.
Genießt den schönen freien Tag und ansonsten, ja, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.